Willkommen zu Beyond Two Souls, einer weiteren Folge. Erwartet euch hier. Ich bin der Gamepad Hero, wie ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt. Und ja, wir sind hier in der Rolle von Jodie Holmes. Und müssen hier möglichst unbedrängt reinkommen. Komm mit. Ah, ihn kennen wir doch. Was? Aber... Sei still und folg mir. Der Herr, der uns gequält und Ryan das Auge ausgestochen hat. Jetzt zum Kondensator, bevor sie merken, dass was nicht stimmt. Ist der Kondensator da vorne? Ich hoffe es doch. Ich hoffe, uns fässt keiner an. Der Kondensator ist nah. Ich fühle Echos, sie kommen aus der Kluft. Das ist zu einfach, da ist was faul. Oh fuck. Jodie, was ist da los? Aiden kann nicht mit rein. Was ist Aiden? Oh, Scheiße. Fuck, wir kommen hier nicht durch. Oh Mann, Scheiße, wie können wir denen jetzt helfen? Das irgendwo deaktivieren oder sowas? Oh mein Gott, ich habe komplett die Orientierung verloren. Ja, so hier. Da ist dieses Feld. Okay, wir gehen jetzt einfach diesem Kabel hier hinterher. Hier geht's lang, dann da durch. Aiden, ich brauch dich. So, hier. Deaktivier den Scheiß. Fuck. Übernehmen wir ihn einfach nochmal. Wir gehen jetzt dann nochmal rein. Ach. Ah, okay, okay, okay. Holen wir uns ein Pistölchen. Mano. So, dann nochmal übernehmen. Der Arme wird hier dreimal einfach übernommen. So, wir können also keine Waffe nehmen, wir können nicht einfach reinspazieren. Vielleicht kriegen wir irgendwann einen Gegenstand her, um den Schädel über den Schädel zu ziehen. Hier so einen Schraubstock. Den hauen wir dann dem Typ über den Schädel und dann holen wir uns eine Waffe. So. Friss! Aber jetzt.
Oh Mann, der Arme. Was zur Hölle? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, machen wir. So. Wohin? Ich muss erst Ryan finden. Ryan? Oh, er sieht ziemlich beschissen aus. Diese Wunde müssen wir auch noch versorgen. Und die am Arm auch noch. Junge, steh auf! Alles okay? Willst du das wirklich wissen? Zerstört, los, verschwinden wir, solange es noch geht. Die Kluft steht weit offen. Die Existenzen kommen da massenhaft raus, wenn das so bleibt. Nein, es ist zu spät, Jody. Wir müssen weg. Ich muss es tun. Du weißt das. So. Der Sprengstoff. Ich brauche den Sprengstoff aus dem Verhörraum. Ist es ein Raum? Oh, fuck. Kümmere dich um den Mistkerl, Aiden. Sehr, sehr, sehr gerne. Gute Nacht. Blöder Penner. Jetzt lassen Sie uns ja noch in Ruhe. Oh mein Gott. Wo müssen wir denn hin? Hier scheinbar nicht. Ey, wohin denn? Vielleicht doch dahin. Vielleicht da ins Wasser rein oder irgendwas? Keine Ahnung. Ach, das ist der. Ist das der geöffnete Dingsbums? Scheint so. Nur, wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da hin? Wir können noch nicht mal diese Existenten töten. Okay, sie greifen uns auch nicht an. Das ist noch das einzig Gute hier. Wo müssen wir jetzt lang? Ne, da brauchen wir auch nicht.
Ich kann auch jetzt nicht jeden Raum absuchen. So, hier lang. Oh Mann. Okay, hier haben wir auch nichts. Ey, wohin? Steht hier nichts angeschrieben? Vielleicht steht hier irgendwo. Bitte links abbiegen oder sowas. Nee, eben ja falsch. Okay. Okay, okay, nachdenken. Wo müssen wir lang? Hier nicht. Ach, wir müssen hier einfach die Tür. Moment mal. Nee, da können wir auch nichts machen. Ich dachte, wir können da irgendwas aktivieren, aber wir müssen scheinbar doch dahin. Nur stellt sich mir jetzt eben die Frage, was jetzt? Hier gibt es keine Ausgänge, hier gibt es gar nichts. Hier gibt es nur dieses Riesenfenster. Hier im Wasser ist auch nichts. Also vielleicht doch da rechts lang. Ja, hier waren wir doch schon. Hier gab es ja nichts. Hier kann man nichts drücken. Hier kann man nichts machen. Gar nichts. Da können wir nicht lang. Eben wenn wir dahinter laufen, dann dreht sie sich automatisch um. Hier vielleicht irgendwas? Das sieht schon hier nach was Besonderem aus. Also hier wird bestimmt was sein. Nee. Sie hat sich wieder umgedreht. Warum auch immer. Ich finde den Weg nicht, Leute. Dann wird es wohl doch da drüben sein. Hier waren wir schon. So, hier haben wir schon mal nichts. Hier gibt es noch den Raum hier rechts. Da haben wir gerade die Dings geholt, die Munition. Die Bombe. Da war auch schon auch nichts. Jetzt vielleicht hier rechts. Das wäre noch eine Möglichkeit. Ah ne, jetzt noch weniger. Hä? Bin ich total blöd? Jetzt, da muss es ja doch dahin. Da kann es da hinten sein. Es kann ja sonst nirgends sein. Was zur Hölle will mir das Spiel sagen? Nein, Aiden, falsche Wahl. Es muss irgendwas hier geben. Irgendwas übersehe ich gerade die ganze Zeit und check's einfach nicht, was ich hier übersehe. Irgendwas. Oh mein Gott. Ich muss einen Tauchanzug anziehen. Oh Mann. Wie es in diesem Anzug dann weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Episode von Let's Play Beyond Two Souls. Sorry, dass ich so dumm rumgeeiert bin gerade die ganze Zeit und das hat ziemlich viel Zeit gekostet. Deswegen, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge.